für diese 8 Finalisten. Auf der Bahn 1 vom TSV Weihold für Leverkusen, Andreas Michel. Auf der Bahn 2 der U18-WM-Teilnehmer des Vorjahres, im vergangenen Jahr deutscher Jugendvizemeister von Bayer Leverkusen, Timo Stipski. Auf der Bahn 3 der Teilnehmer bei den Junior-Weltmeisterschaften im Weitsprung von der NG Rhein-Wied, Marcel Christus. Auf der Bahn 4, das ist der Vorlaufschnellste, der deutsche Jahresbeste, der deutsche Jugendhalbmeister über 60 und 200 Meter, von TuS Jena, Roy Schmidt. Auf der Bahn 5, der Zwischenlaufschnellste, Vorjahresdritter und Fünfter bei den Junior-Weltmeisterschaften, vom TV Wattenscheid, Robin Ewer. Auf der Bahn 6, der dritte der Jugendmeisterschaft des Vorjahres von Postsport Telekom Trier, Christopher Pieper. Auf der Bahn 7, Teilnehmer bei den Junioren-Weltmeisterschaften in diesem Jahr, Vierter bei den Halbmeisterschaften, von Schweriner SC, Patrick Kuhn. Und auf der Bahn 8 vom SC Potsdam, Philipp Bobeto. Das sind die Finalisten, 100 Meter der männlichen Jugend A. Er muss einen guten Start machen. Wenn er wieder so sitzen bleibt, bitte. Das war aber nichts. Keine Ahnung. Was vegetarisch? Nee, vegetarisch. Ja. 12, 34. Ach nee. Das war irgendwie zäh. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, komm, sei trotzdem. Egal, ja. Nee, war irgendwie, weil hast du da. Nee. Ja, gut, das war jetzt von 16 Uhr bis jetzt. Ganz generell drei Leute. Gut, Marcel. Guter Start, Marcel. Komm, das auf, Finale. Ein großes Meter. Oh, das ist ein Gewinner. 10,64 Sekunden die Siegerzeit. Im Finale 100 Meter männliche Jugend A.